Herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier im Prinect Classroom. Ja, wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne erzählen, was wir mit der integrierten Druckerei und Prinect erreichen. Das ist ein bisschen laut, das verstehe ich. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem einigermaßen gut hören über das Headset. Sie können den kleines bisschen lauter stellen. Also wenn Sie Schwierigkeiten haben, mich zu verstehen, können Sie es ein kleines bisschen lauter stellen. Ich fange diese Präsentation sehr gerne mit diesem Bild an und frage Sie auch ganz gerne, was Sie wohl meinen, was dieses Bild dann so sein könnte. Irgendeine Idee, außer Fieberkurven, Bergen und Tälern oder Ähnlichem, was es sein kann? Dann erzähle ich Ihnen das jetzt. Das hier, die roten Dinger, das sind die Stillstandszeiten. Die grauen sind die Schrüstzeiten. Und nur die blauen Zeiten, das sind die, die tatsächlich für den Druck zur Verfügung stehen. Und das zeigt Ihnen, dass ein riesen Potenzial darin steckt, wenn Sie es schaffen, die Maschinenstillstands- und Rüstzeiten zu summieren, dass das ein Schlüssel zu mehr Profit ist. Jetzt entsteht so ein Druckprodukt natürlich in einem langen Prozess. Es sind viele Beteiligte, es sind viele Maschinen beteiligt. Und in einem Workflow oder in einer Druckerei ohne Integration, da ist es halt so, dass dieser gesamte Workflow unübersichtlich wird. Ja? Bei vielen Beteiligten und Komponenten ist das der Fall. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, was Ihnen passiert, wenn Sie unter Druck geraten, wenn es stressig ist. Sie reden nicht mehr unbedingt so furchtbar viel mit dem Nächsten oder mit den Kollegen, weil Sie gar nicht die Zeit dazu haben. Das Telefon klingelt, Sie gehen dran, Sie vergessen, wichtige Informationen weiterzugeben. Also haben Sie Fehler durch Kommunikationslücken. Und durch all das verliert man Zeit in einem Workflow ohne Integration. Mit Prinect helfen wir Ihnen, profitabler zu produzieren. Wie schaffen wir das? Zunächst mal schaffen wir es dadurch, dass alle Anwender ihre nächste Aufgabe kennen. Sobald der Auftrag angelegt wird, sei es im MIS-System oder direkt im Produktionssystem, wissen alle Beteiligten sofort, wie der Auftrag zu produzieren ist. Also ist es eine Broschüre, ist es ein Faltblatt, ist es ein Buch, wie soll das Buch produziert werden, wie sieht das Cover aus, wie sieht das Inhalt aus. All diese Informationen ist verfügbar in der Vorstufe, im Drucksaal und auch in der Weiterverarbeitung. Und während der Auftrag produziert wird, sparen wir lästiges Abarbeiten, zum Beispiel das Ausfüllen der Auftragstasche oder des Tageszettels, weil wir, wenn der Auftrag produziert wird, automatisch Rückmeldung geben. Also wenn der Plattenbelichter fertig ist, wird sofort der Status gesetzt, Platten sind gemacht. Beginnt die Druckmaschine zu drucken, wird der Status gesetzt im Druck. Es wird der Status gesetzt, wir produzieren Makulatur, wir produzieren Gutbogen, sodass jeder, der in den Workflow reinschaut, genau weiß, was tatsächlich an diesem Auftrag gerade bearbeitet wird. Welcher Bogen ist im Druck, welcher Bogen ist schon in der Weiterverarbeitung, wie weit sind wir vor der Fertigstellung. Wir sparen auch andere lästige Abarbeitungen außerhalb der Tageszettel. Wir können zum Beispiel das Briefleiten, das Color Management komplett automatisieren. Adobe ist da. PDF-Dateien. PDF-Dateien, die ankommen bei Ihnen, müssen geprüft werden, ob sie überhaupt produziert werden können, müssen teilweise aufbereitet werden für den Druck. Und diese ganzen Tätigkeiten kann Ihnen das System abnehmen und kann Ihnen dabei helfen, durch die Automatisierung nicht mehr so viele manuelle Schritte zu haben. Die Prepress-Operator haben dann in der Möglichkeit, die Zeit, sich um komplexere Dinge zu kommen, komplexe Ausschießschemata zum Beispiel. Wir können über den integrierten Workflow eine optimale Maschinenauslastung erreichen. Wenn wir Druckplatten machen, berücksichtigen wir das Farbprofil der Druckmaschine, sodass die Druckplatten perfekt zu ihrer Maschine passen. Die Werte, die drauf sind auf der Platte, werden automatisch übermittelt, sodass sie eine optimale Farbzonenvoreinstellung bekommen und so natürlich sehr viel schneller in Farbe gekommen, als wenn die Platten halt eigentlich nicht optimal für die Maschine sind und sie lange regeln müssen. Wir haben die Möglichkeit, dass durch unsere Farblösung, unsere Color Solutions, die Werte aus dem Drucksaal wieder zurückgespiegelt werden in die Vorstufe. Und dass wir auch überwachen können, ob der Vordruck konstant bleibt. Wir
haben die Möglichkeit, mit der digitalen Plantafel Aufträge oder Arbeitsgänge, die sich ähnlich sind, hintereinander zu packen. Also bleiben wir erstmal bei der Druckmaschine, zum Beispiel mehrere Fünffarbjobs mit der gleichen Sonderfarbe hintereinander auf die Maschine zu planen, sodass wir Waschvorgänge sparen. Oder wenn ein Faltblatt gemacht werden muss mit Zweifachfalz, dass mehrere dieser Falzblätter hintereinander auf die gleiche Falzmaschine kommen, sodass auch da wieder Rüstzeiten eingespart werden. All dieses hilft Ihnen, eine optimale Maschinenauslastung zu erreichen. Wenn wir produziert haben, wissen Sie genau, wo Zeit und Material verschwendet werden. Das schaffen wir darüber, dass wir Analysen fahren, zum Beispiel mit dem Analyze Point die Möglichkeit zu haben, wie ist die Qualität in meiner Produktion, ist sie konstant oder ist sie nicht konstant, und wenn sie runtergeht, haben Sie die Möglichkeit, zu demjenigen, wo etwas in der Qualität nicht so ist, wie es sein sollte, zu gehen, zu sagen, woran kann es denn liegen. Eine ganz einfache Antwort dafür kann sein, naja, die Gummitücher sind ein bisschen alt, muss ich ja mal neue Gummitücher draufpacken, wechselt die Gummitücher und die Ergebnisse sind wieder da, wo sie sein sollen. Sodass Sie halt immer einen Indikator haben, wo müssen Sie eingreifen, um besser und profitabler und effektiver zu werden. Das Beste an dem Ganzen ist, dass genau das ist, was wir heute mit unserer Prinect-Integration ausliefern, was bei vielen Kunden weltweit bereits installiert ist. Kommen wir jetzt zu dem, was wir neu haben in Prinect 2012 und was wir hier auf der Messe vorstellen. Als erstes haben wir den Prinect Web-to-Print Manager. Eins von fünf Anwendungen, die wir implementiert haben, integriert haben, um den Workflow zu komplettieren. Der Web-to-Print Manager ermöglicht Ihnen, einen Online-Shop aufzusetzen für Ihre Druckerei, Ihre Produkte im Internet zum Verkauf anzubieten, Ihre Produkte im Internet über den Online-Shop abzurechnen. Sie stellen also das Produkt ein mit Standardpreis, der Kunde bestellt über den Shop, der Kunde wird über den Shop quasi beliefert, aber Ihre Druckerei produziert die Produkte im Hintergrund. Was wir jetzt haben, ist ein eigenes MIS-System. Wir haben die Möglichkeit, auch andere MIS-Systeme über JDF-JMF-Interfaces anzubinden. Das eigene System, was wir jetzt haben, ist aber noch enger integriert in den Workflow und liefert gute Sichten zum Beispiel auf die aktuellen Produktionsstatus. Also jemand, der an dem MIS-System sitzt als Sachbearbeiter, kann sehr leicht sehen, wie weit der Auftrag gediehen ist und immer eine gute Information zum Auftragsstatus liefern. Mithilfe des Business Managers schaffen Sie es, schnell und effektiv Angebote zu erzeugen, die dann hinterher zu Aufträgen werden und die zu Ihrer Struktur im Unternehmen passen, sodass die Angebote einen Preispunkt haben, den Sie erzielen müssen, und dass die Struktur, die abgebildet wird mit dem Angebot, auch bei Ihnen in der Produktion produziert werden kann. Die Einstellung oder die Angebotsstruktur wird übergeben und dadurch weiß dann wieder jeder in der Produktion, wie zu produzieren. Wir haben als dritten neuen Punkt den Prinect Digital Print Manager. Der ermöglicht Ihnen, die Linoprint-C-Maschinen, die Sie hinten in der Flexibility-Area sehen, so elegant einzubinden und so eng einzubinden wie Offset-Druckmaschinen. Sie können die Maschinen planen, Sie können Auswertung von den Maschinen erhalten und Sie können die Druckmaschine direkt aus Ihrem Workflow bedienen. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch von außerhalb auf Ihre Druckerei zu schauen. Sie haben die Möglichkeit, ein iPhone, ein Android-Phone oder ein iPad zu verwenden und tatsächlich auf die Analysen, die in Ihrer Produktion zur Verfügung stehen, zu schauen und so immer genau zu wissen, was passiert gerade in meiner Druckerei, welche Maschinen tun gerade was, welcher Auftrag ist gerade auf der Maschine. Das ist als Druckereibesitzer interessant. Noch interessanter finde ich persönlich es für den Verkaufsmitarbeiter. Wenn der beim Kunden sitzt und gefragt wird, dann kannst du mir jetzt mal sagen, wann der Auftrag ausgeliefert wird. Er geht halt an sein Telefon, sucht nach der Auftragsnummer und er weiß genau, der ist noch gar nicht auf der Druckmaschine, na, dann dauert das noch ungefähr so und so lange. Und wenn er dann was sagt, dann hat er recht und überlegt sich nicht irgendwas, was er gerne hätte.
letzten Punkt möchte ich Prenect Smart Automation nennen. Denn Prenect Smart Automation hilft Ihnen dabei, die Aufträge aus dem Web2Print-Manager und der Branchensoftware hochautomatisiert in Ihrer Produktion durchlaufen zu lassen. Aber da erzähle ich mal gleich ein bisschen mehr dazu. Wir fangen erstmal an, dass dieser Auftrag jetzt bestellt werden soll. Das ist eine Broschüre und diese Broschüre hat so ein Drip-Off-Cover. Ja? Also das sieht man, da ist ein Lack drauf. Ja? Und der Innenteil, das ist so ein ganz normaler Standardrahmen. Der Kunde möchte davon gerne 200 Stück haben und dann sagt er, okay, ich weiß, die haben jetzt einen Online-Shop und dann gehe ich doch mal in den Online-Shop. Das ist nur ein Beispiel, wie der Online-Shop aussehen kann. Wenn Sie eine schwarz eingefärbte Website haben für Ihre Druckerei, dann wäre der Hintergrund natürlich schwarz. Das ist halt so, wie wir es hier für die Drucker aufgesetzt haben. Und wir haben halt auf der Drucker die Möglichkeit, diese ganzen Produkte zu bestellen. Sie machen vielleicht keine Kalender, dafür aber dann Deskpads oder Briefköpfe oder ähnliches. Der Kunde geht hin und in den Broschürenteil und sagt, ich möchte gern 200 Stück. Er tippt ein gern, ich hätte gern den Umschlag vierseitig mit CMYK und Drip-Off auf 200 Gramm Papier. Und den Innenteil, da hätte ich gerne 8 Seiten CMYK auf 170 Gramm Papier. So, und dann schickt er das an die Produktion. In der Produktion kommt die Beschreibung an, wie der Auftrag zu produzieren ist und die Dateien, die produziert werden sollen, kommen an. Na? Und dann macht das System Ihnen automatisch im MIS-System einen Auftrag und mit der gleichen Auftragsnummer einen Auftrag im Produktionssystem. Denn Sie möchten natürlich mit Ihrem MIS-System auch sehen, welche von den Aufträgen, die ich habe in meiner Produktion, sind denn von dem Web2Print-System gekommen, von meinem Web2Print-Manager. Sie möchten nicht ein schwarzes Loch haben und nur die im MIS erfassten Aufträge haben. Und was dann passiert, ist, dass das System dank der Smart Automation automatisch ausschießt, automatisch den Pre-Flight macht. Ein Pre-Flight-Report schickt zum Kunden, wenn es verkehrt ist, sodass der Kunde reagieren kann. Und wenn die Daten gut sind, Color-Management durchführt, Trapping durchführt und dann ein Freigabemail an den Kunden schickt. Und wenn alles okay ist und der Kunde die Freigabe erteilt, kommen automatisch die Platten raus. Und bis dahin hat niemand in der Produktion einen Finger gerührt. Es sei denn, dass vielleicht der Plattenbelichter keine Platten mehr im Magazin hatte. Da musste nämlich jemand hin und dann welche reintun. Bis dahin hat keiner in der Produktion einen Wert eingegeben und trotzdem sind die Platten draußen. Jetzt sind ja das hier nicht so alle Produkte, die man über so einen Web2Print-Shop kriegt, sondern Sie kriegen eben das, was ich vorhin schon sagte, Flyer, Briefbögen und ähnliche Sachen. Flyer und Briefbögen können durchaus vierfarbig sein, aber die füllen Ihnen nicht unbedingt einen Bogen. Deswegen haben wir jetzt in der 2012er Version die Möglichkeit, mithilfe des Gang Assistant, des Signal Station Gang Assistant, Aufträge zu sammeln. Also genau diese Aufträge. Was sind denn die Kriterien, die Sie dazu bringen, Aufträge auf einen Bogen zu bringen? Das Wichtigste ist wahrscheinlich das Papier. Alles, was aufs gleiche Papier geht, kann theoretisch auch mit den gleichen Platten gemacht werden. Dann als nächstes Kriterium werden Sie die Farbigkeit nehmen. Ja? Also gleiches Papier, nur CMYK und dann Datum. Das ist auch ein Kriterium. Wenn Sie die drei Kriterien haben, dann können Sie sagen, okay, Papier und Farbigkeit sind gleich und die müssen alle bis dann und dann fertig sein. Die packe ich jetzt alle auf eine Platte. Und jetzt ist es natürlich so, dass man normalerweise dann selber hin und her schieben muss. Der Gang Assistant hilft Ihnen aber dabei, eine Sammelform zu erstellen und er kennt Parameter, um das zu optimieren. Der kennt den Preis für den Plattensatz, den geben Sie ihm. Der kennt den Preis für den Plattenwechsel, auch der wird damit hinterlegt. Der kennt den Preis fürs Papier. Und aus diesen ganzen Parametern, die im Gang Assistant hinterlegt sind, rechnet er, ist es optimaler, ein oder zwei Plattensätze zu machen? Oder ist es optimaler, ein oder zwei Plattensätze zu machen und das auf zwei Plattensätze zu verteilen? Und dadurch spare ich Papier.
Die Auflagen für die Aufträge können durchaus unterschiedlich sein. Also es kann durchaus einer mit 200 dabei sein, der nächste hat 500er Auflage und dann hat wieder einer eine 700er Auflage. Dann wird er nämlich mehrere Nutzen von dem mit den höheren Auflagen platzieren und nur einen Nutzen von dem mit der niedrigen Auflage, sodass Sie möglichst wenig Kosten haben, wenn Sie diese Sammelform produzieren wollen. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter damit, wie wir die produzieren. Die sammeln wir nämlich nicht. Die schicken wir als Cover auf die Speedmaster mit Lackwerk. Und weil es halt jetzt Connect 2012 ist und wir neue Möglichkeiten haben, schicken wir die Inhaltsseiten auf die Line of Print, weil so eine niedrige Auflage will ich eigentlich nicht im Offset produzieren. Und dann kommt es ein kleines bisschen drauf an, wie Ihre Druckerei ausgestattet ist. Haben Sie eine eigene Weiterverarbeitung? Dann nutzen Sie Ihre Weiterverarbeitung zum Fertigstellen der Broschüre. Haben Sie keine Weiterverarbeitung, dann denken Sie vielleicht darüber nach, dass Sie die Line of Print mit einer Blockmatik kaufen, das Cover auseinanderschneiden und einziehen lassen auf der Line of Print Maschine und die 200 Exemplare kommen aus der Line of Print fertiggestellt heraus. Hier haben wir es mit konventioneller Bearbeitung gemacht. Und was wir jetzt können in der neuen Version, ist halt diesen kompletten Auftrag abbilden mit Hilfe der Plantafel. Das ist ein Screenshot vom Scheduler, unserer digitalen Plantafel. Und Sie sehen da hoffentlich ganz viel Grün. Diese grünen Linien hier verbinden alle Arbeitsgänge, die benötigt werden, um diesen Auftrag zu produzieren. Ist einer dieser Linien rot? Dann gibt es ein Thema und Sie müssen dagegen angehen. Sie müssen dann halt einen der Arbeitsgänge verschieben und auf eine andere Position verschieben. Wäre eines dieser Kästchen rot, dann würde der Arbeitsgang mit etwas anderem überlappen. Auch dann müssten Sie reagieren und anders planen. Und darüber schaffen Sie tatsächlich eine optimierte Maschinenauslastung und Ihre Aufträge so durchzuproduzieren, dass sie halt sinnvoll produziert werden können oder so durchzuplanen, dass sie durchproduziert werden können. Jetzt sehen wir hier als ersten Arbeitsschritt die Schneidmaschine, weil das Papier zu groß ist und ich erst einen Vorschneidevorgang habe. Als nächstes sehen Sie hier, dass die Lanoprint geplant werden kann mit Hilfe der Plantafel und dass der Druck des Innenteils auf der Lanoprint erfolgt. Und dann können Sie hier sehen, dass der Suprasetter die Platten machen muss. Und wenn der Suprasetter die Platten macht, dann haben wir jetzt in der 2012er die Möglichkeit, diesen kleinen Zettel mit auszugeben. Das kann auch so ein großer Zettel sein. Aber dieser kleine Zettel enthält sämtliche Informationen. Der enthält Auftragsname, der enthält den Auftragsnummer, der enthält den Kundennamen und der enthält die Informationen, welche Platten dann tatsächlich da sind. Also den Schwarzauszug, den Magenta-Auszug, den Gelbauszug, die Lackplatte müsste dann in dem Fall drauf sein. Und das Ding hier ist so klein, weil der Kunde, der sich das ursprünglich mal gewünscht hat, genau dieses Ding haben wollte, damit das auf dem A6-Label kleben kann und es hinten auf die Platte draufkommt. Dann wandert dieses Label mit den fertigen Druckplatten zur Druckmaschine. Und an der Druckmaschine, da geht der Operator, der Drucker, nur noch dran und scannt den Barcode ein. Und dann hat er genau den Job, den er als nächstes produzieren muss, für den er die Platten wirklich an der Maschine stehen hat. Und er muss nicht irgendeinen Wert eingeben. Fällt Ihnen was auf? Bis jetzt hat noch keiner irgendwas eingetippt in dem Workflow. Da hat sich auch keiner vertippt in dem Workflow, weil es halt in dem Moment gar nicht mehr möglich ist. Kann höchstens sein, dass der Kunde irgendwas falsch eingetippt hat, aber das hätte er dann vielleicht auch irgendwann mal zwischendurch gesehen. Jetzt ist das an der Druckmaschine geladen worden und gedruckt worden. Und wenn fertig gedruckt ist, bei 200 geht das ja relativ schnell, dann kommt der Palettenzettel raus. Wenn das eine lange Auflage ist, dann kommen mehrere Palettenzettel raus, natürlich. Und auch der Palettenzettel, der wandert dann wieder mit dem Material durch. Und in der Weiterverarbeitung, da gehen jetzt die Weiterverarbeitungsmitarbeiter daran und scannen auch wieder den Barcode. Es können auch die Barcodes geklebt werden neben den Datenterminals oder neben den Maschinen für die verschiedenen Bediener, sodass der Bediener seinen Namen einscannen kann,
seine Kostenstelle einscannen kann und dann hier den Barcode einscannt und keinerlei manuelle Dateneingabe machen muss. Das sind zwar kleine Dinge, aber die erleichtern halt den Workflow ungemein. Und was dann passiert, ist, dass natürlich die Rückmeldungen, die Sie bekommen von den Maschinen, auch wirklich zu der Person passen, zu der Kostenstelle passen und dass die Kalkulation, die Sie dann hinterher kriegen, auch passt. Jetzt hatte ich gesagt, dass Ihnen die Plantafel halt hilft, die Arbeitsgänge vernünftig einzuplanen. Sie hilft Ihnen auch zum Beispiel bei der Materialbestellung. Sie können die Plantafel für denjenigen verwenden, der das Papier plant. Der weiß nämlich genau, wann welches Papier an welcher Maschine sein muss. Und der kann dann Just-in-Time bestellen. Ein Kunde von uns, der die Plantafel einsetzt, hat es geschafft, sein Papierlager um die Hälfte zu reduzieren und trotzdem pünktlich zu liefern. Ich hatte Ihnen vorhin ganz kurz erzählt von Prinect Mobile. So sieht Prinect Mobile aus. Wir haben mit der 2012er Version, die wir hier auf der Drupal zeigen, die Möglichkeit, auch den Planungsstatus und die Auslastung der Maschinen zu zeigen. Auf Android-Telefonen, auf iPhones oder auf dem iPad. Wenn jetzt der Vertriebsmitarbeiter beim Kunden ist, hatte ich schon gesagt, dann kann er gucken nach dem Job. Und wenn er jetzt sich die Auslastung der Maschinen anguckt und gerade zu Hause ist, dann sollte der mal ganz schnell rausgehen und mal seine Füße auf die Straße bringen, weil das ist keine Auslastung, das ist freie Kapazität und die muss er füllen. Sie können also diese Informationen auch nutzen, um Ihren Vertrieb zu steuern. Und er weiß halt genau, welche Maschinen sind denn diejenigen, für die ich jetzt Aufträge holen muss und bei welchen sollte ich mal eher davon Abstand nehmen. Zum Schluss, wenn der Auftrag produziert ist, haben Sie die Möglichkeit der detaillierten Analyse, die jetzt nicht nur über Offset und Weiterverarbeitung geht, sondern eben auch auf die Linoprint, die Sie hier sehen, die Linoprint C. Sie können Maschinenreports, Jobreports, alle Informationen kriegen und Sie können die Werte der Analysen anonymisiert online stellen. Und dann können Sie schauen, ob eine Druckerei mit Ihrer Ausstattung ähnlich gut produziert wie Sie. Sie können sich vergleichen mit anderen Druckereien, die das Gleiche tun, Ihre Werte online zur Verfügung zu stellen und können darüber feststellen, bin ich wettbewerbsfähig, bin ich nicht. Wenn ich unterhalb der Werte der anderen bin, kann ich halt überlegen, brauchen vielleicht meine Mitarbeiter Training, muss ich verbessern. Und zum Schluss kriegen Sie mit dem Business Manager eine vollständige Nachkalkulation. Ich habe gesagt, dass immer die Daten gesammelt werden. Und der Business Manager bekommt diesen Feedback automatisch und kann dann hinterher vergleichen, ist die Kalkulation, die ich gemacht habe, passend gewesen oder sind meine Produktionswerte komplett rausgelaufen. Wenn meine Produktionswerte ständig komplett rauslaufen, dann weiß ich, dass ich vielleicht meine Kalkulationswerte ändern muss. Und ich kann auch gucken, mit welchen Aufträgen verdiene ich das meiste Geld, mit welchen verliere ich eher Geld und kann meinen Vertrieb wieder dahingehend steuern, dass ich ihn eher damit losschicke, mit Aufträgen, mit denen ich Geld verdiene und die anderen halt nicht so aktiv anzubieten. Das war das erste Chart, was ich gezeigt habe. Das sind die Durchschnittswerte. 35% Druck, 39% Stillstand und 26% Rüstzeiten. Die Kunden, die uns diese Werte geliefert haben bei der Studie, die hatten diese Einsparungswerte. Workflow-Integration und der Einsatz der Farbmesssysteme, die wir haben, haben es geschafft, die Werte auf 25% zu reduzieren. Und dieser Block, das ist der Block, der Ihnen zur freien Verfügung steht, um neue Aufträge zu machen, um vielleicht mal nicht 2,5 Schichten oder nur 2 Schichten zu machen. Vielleicht habe ich Sie neugierig gemacht. Wenn mir das gelungen ist, dann buchen Sie sich doch in der Prinect 2012 Vorführung hier bei unseren Kollegen in den buchbaren Stationen. Sie sehen MIS, Sie sehen Web-to-Print, Sie sehen den Gang Assistant, Sie sehen die Smart Automation, wie es funktioniert am System. Wenn Sie nicht buchen möchten, können Sie trotzdem die Integration live sehen. Hier in der Halle, hier in der Productivity Area, in der Short Run Area,
In der Flexibility Area und hinten im Packaging sind alle Geräte, die hier auf der Messe stehen, online an Connect angebunden, sodass Sie die Integration an jeder dieser Stationen sehen können. Hier live. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das bei Ihnen im Betrieb denn jetzt nur so unbedingt passt, dann haben Sie die Chance, hier in der Mitte des Standes zu unseren Consulting-Kollegen zu gehen und sich mit Ihnen zu unterhalten, was Ihre jetzige Situation ist und wie Sie meinen, dass bei Ihnen verbessert werden könnte. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz erfolgreiche Drupa und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.